Das ist Frau Petersen. Frau Petersen ist verzweifelt. Ihren Schülerinnen und Schülern fehlt die Anschauung. Frau Petersen überlegt, wie sie ihren Unterricht anschaulicher gestalten kann. Sie hat eine Idee. Ein Kollege hat ihr von der Mediathek des IQSH erzählt, die jede Lehrerin und jeder Lehrer einer Schule für den Medieneinsatz im Unterricht nutzen kann. Hierzu muss sie sich lediglich die Zugangsdaten zur Mediathek im Sekretariat ihrer Schule holen und schon kann es losgehen. Über die Webseite des IQSH oder die Adresse gelangt Frau Petersen zur Mediathek. Hier kann sie nach Medien suchen. Die Suche kann sie nach Bedarf auch noch weiter filtern. Ihr werden nun alle Ergebnisse angezeigt, die eine Relevanz für das von ihr gesuchte Stichwort aufweisen. Dies können Videodateien, Audiodateien oder andere Medien sein, abhängig von den gesetzten Filtern. Klickt sie ein Medium an, bekommt sie zunächst nähere Informationen dazu angezeigt. Dazu zählen auch Nutzungshinweise und Angaben zur Verwendbarkeit des Mediums. Um auf die Medien zugreifen zu können, muss sie sich mit ihren Zugangsdaten anmelden. Dazu gibt sie ihre Dienststellennummer und das dazugehörige Passwort ein. Sie hat nun die Möglichkeiten, des Mediums direkt, natürlich legal und kostenlos anzuschauen oder es herunterzuladen, um es dann ihren Schülern vorzuführen. Frau Petersen fand den Film zur Veranschaulichung sehr gut geeignet. Sie möchte anderen Kolleginnen und Kollegen bei der Suche nach geeignetem Unterrichtsmaterial helfen. Dies kann sie tun, indem sie den Film in der Mediathek bewertet. Auf einer Skala kann sie das Medium von ungeeignet bis sehr gut geeignet bewerten. Sie hat zudem die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, der die Eignung des Mediums näher beschreibt. Können andere Kolleginnen und Kollegen von ihrer Erfahrung profitieren.